Wir sind heute eigentlich hier, weil ich gar keinen Plan habe, was ich als nächstes lesen soll. Und ich bin eigentlich eine Stimmungsleserin, das heißt, ich lese immer darauf, worauf ich gerade Lust habe. Aber jetzt gerade habe ich irgendwie keine besondere Lust auf irgendwas. Und deswegen dachte ich mir, ich habe schon so oft diese Videos auf YouTube gesehen, wo die Leute ihr am besten und am schlechtesten bewertetes Buch in ihrem Bücherregal lesen. Und da es sowieso ein Ziel von mir war, die ungelesenen Bücher in meinem Regal zuerst zu lesen, ist es jetzt der perfekte Zeitpunkt, diese Challenge zu machen, denke ich. Und ich würde sagen, wir ordnen mal die physischen Bücher in diesem Ordner auf Goodreads nach dem Average Rating und ja, wir sehen, was passieren wird. Das erste, also das am besten bewertetste Buch, fasst schon mal andere Bücher mit ein, denn es ist eine Buchserie. Das heißt, ich werde nicht nur zwei Bücher lesen. Und okay, das ist das Schlechteste. Oh mein Gott. Ich hole mal kurz die Bücher und dann sprechen wir darüber. Als ich die Idee hatte, dieses Video zu machen, ist meine Kamera dreckig? Einen Moment, Leute. Okay, ich denke, jetzt ist es besser. Als ich die Idee hatte, dieses Video zu drehen, dachte ich nicht, dass ich 6 Bücher lesen werde, sondern ja, 2 Bücher, das beste und das schlechteste in meinem Regal. Am besten bewertetste Buch in meinem Regal ist von Leigh Bardugo, Crooked Kingdom. Und das ist das zweite Buch in der Six of Crows Reihe. Und das hat einfach 617.000 Bewertungen mit einer durchschnittlichen Bewertung von 4,6 Sternen. Das ist wirklich unglaublich. Und Crooked Kingdom ist Teil einer Duology, nämlich Six of Crows und Crooked Kingdom. Aber das Problem ist, Six of Crows und Crooked Kingdom sind die nachfolgende Geschichte der Shadow and Bone Trilogie von Leigh Bardugo und das sind einfach 3 Bücher. Das heißt, ich muss vorher eigentlich 4 Bücher lesen, um Crooked Kingdom lesen und verstehen zu können. Okay, Challenge accepted. Und das am schlechtesten bewertetste Buch überrascht mich eigentlich sehr, denn, keine Ahnung, ich hätte nicht damit gerechnet, das ist ein bisschen so in meinem Bücherregal untergegangen, aber das ist von Ottessa Moshfegh Eileen. Und ich habe viel von Ottessa Moshfegh gehört. Ich glaube, entweder man liebt sie oder man hasst sie, beziehungsweise ihren Schreibstil. Und ich habe auch, oh, ich sage euch noch kurz, wie viele Bewertungen es gibt. Es gibt 88.000 Bewertungen für Eileen mit einer durchschnittlichen Bewertung von 3,59 Sternen. Also ja, es ist ein ziemlicher Unterschied zwischen den 4,6 und 3,59 von diesen beiden Büchern. Aber ich habe gehört, dass vor allem Eileen perfekt für die kältere Jahreszeit ist. Und das passt genau, denn wir haben gerade noch ein bisschen Schnee draußen liegen. Also ich glaube, das passt gut zu dieser Atmosphäre. Und ich bin gespannt, ob ich mit den Bewertungen übereinstimmen werde, die ich hier auf Goodreads sehe. Aber ja, das sind die 2 Bücher, die wir zusammen lesen werden. Schreibt mir mal, ob ihr eines davon gelesen habt oder lesen möchtet. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann, wenn ich mit Crooked Kingdom starte. Denn irgendwie habe ich Lust, mit den Fantasy-Büchern zu starten. Das heißt, wir sehen uns, wenn ich alle Shadow and Bone und den ersten Teil Six of Crows gelesen habe, um gemeinsam Crooked Kingdom zu starten. Okay, ich bin zurück, denn ich habe Shadow and Bone, die Trilogie, gelesen und auch Six of Crows, also den ersten Teil zu Crooked Kingdom. Und ich möchte euch ganz kurz meine Meinung mitteilen. Ich habe mit Shadow and Bone gestartet, denn das ist eigentlich die Vorgeschichte von der Six of Crows Duology. Ich glaube, es macht keinen riesigen Unterschied, ob man Shadow and Bone zuerst liest oder Six of Crows. Also es gibt ein paar Informationen in Shadow and Bone, die hilfreich sein können, wenn man Six of Crows liest. Also man versteht manche Dinge einfach besser und das kann hilfreich sein, aber es ist kein Muss, zuerst die Shadow and Bone Trilogie zu lesen. Und das ist vielleicht eine interessante oder wichtige Information, denn mir hat die Shadow and Bone Trilogie leider nicht so gut gefallen. Ich habe das erste Buch mit 3 Sternen, das zweite Buch mit 3,5 Sternen und das dritte Buch dann wieder mit 3 Sternen bewertet. Also sie waren alle okay, aber auf jeden Fall nichts, ja, Außergewöhnliches. Ich finde einfach, in den Büchern ist alles so schnell passiert. Es gab keinen wirklichen Spannungsaufbau und wenn es mal eine spannende Szene gab, dann war diese in gefühlt 2 Seiten vorbei und irgendwie ist mir das alles zu schnell gegangen. Ich konnte manche Entscheidungen gar nicht nachvollziehen. Es ist auch eine YA-Trilogie, also es ist, ja, ich bin nicht die Zielgruppe und das macht auch Sinn. Und ich glaube auch, wenn man jünger ist, sind diese Bücher wirklich unglaublich gut, vor allem wenn man Fantasy mag. Und
Da ich diese Bücher nur okay fand, hatte ich auch ein bisschen Angst, die Six of Crows Duology zu lesen, denn ja, Crooked Kingdom ist das am besten bewertetste Buch in meinem Bücherregal und ich war sehr skeptisch, muss ich sagen, nachdem ich die Shadow and Bone Trilogie gelesen habe. Aber dann habe ich natürlich Six of Crows gelesen, denn das ist die Vorgeschichte zu Crooked Kingdom, beziehungsweise der erste Teil. Und oh mein Gott, Six of Crows könnte nicht unterschiedlicher sein als die Shadow and Bone Trilogie. Die Charaktere sind viel vielschichtiger. Ich habe sofort eine Bindung zu allen aufgebaut und habe wirklich bei jeder Szene mitgefiebert. Es gibt Charakterentwicklung, es gibt Spannung, Spannungsaufbau, verschiedene Geheimnisse, die gelüftet werden müssen. Und oh mein Gott, dieses Buch war so gut. Wir verfolgen in dem Buch 6 Außenseiter, die eigentlich nicht unterschiedlicher sein könnten. Und sie gehen gemeinsam auf eine fast unmögliche Mission, um einen Batzen Geld zu verdienen. Sie bekommen nämlich den Auftrag, einen Gefangenen aus dem gefühlt sichersten Gefängnis rauszuholen, der das Leben aller Grishas und eigentlich das Leben aller Menschen bedroht. Und man fragt sich vielleicht, oh, was könnte schiefgehen, wenn man einen Gefangenen aus dem sichersten Gefängnis holen möchte? Und wir verfolgen dann diese super spannende Mission und ich fand die Charaktere so likable. Ich konnte wirklich die Handlungen aller Charaktere gut verstehen und ich habe so viel Gefühl für diese Charaktere und war dann super traurig, als das Buch aus war und ich nicht sofort mit Crooked Kingdom starten konnte, weil ich nicht zu Hause war. Und jetzt freue ich mich wirklich sehr, wieder in die Geschichte einzutauchen und ich werde das Buch hoffentlich heute Abend starten, denke ich. Und ich weiß nicht, wie das Buch sein wird, was genau passieren wird. Ich habe Six of Crows mit 4,5 Sternen bewertet und das ist schon eine komplett andere Bewertung als die ganzen Shadow and Bone Bücher, die ich gelesen habe. Ich habe so viele Hoffnungen an dieses Buch und was in dem Buch passieren wird, was mit den Charakteren passieren wird und wenn nicht das passiert, was ich möchte, wird mein Herz gebrochen. Ich bin endlich zurück mit einem neuen Update und es fühlt sich an, als hätte ich monatelang nicht mit euch gesprochen, aber es war nur ein paar Tage und irgendwie hatte ich nicht so viel Zeit und nicht so viel Motivation zu lesen. Ich bin bei Crooked Kingdom jetzt auf Seite 231, also ja, ich bin kurz vor der Hälfte ungefähr und ich finde das Buch gut, aber irgendwie packt es mich nicht so. Ich weiß nicht, ob ich einfach gerade nicht in der Stimmung zu lesen bin, ob ich nicht in der Stimmung für Fantasy bin. Keine Ahnung. Irgendwie hatte ich, glaube ich, vielleicht auch ein bisschen zu hohe Erwartungen an dieses Buch. Und ich muss wirklich sagen, dass mir bis jetzt einfach Six of Crows besser gefallen hat. Von dem Buch konnte ich mich wirklich kaum losreißen. Und bei Crooked Kingdom freue ich mich drauf, wenn ich weiterlesen kann. Aber ich habe nicht diese innerliche Spannung, wo ich mir denke, oh, ich muss unbedingt weiterlesen. Das ist jetzt mein Zwischenfazit. Kannst du dich noch erinnern, wo ich gestern gesagt habe, mir gefällt das Buch nicht so gut? Ich habe meine Meinung geändert. Ich habe gestern und auch heute schon wirklich viel gelesen. Ich bin um 4 Uhr morgens oder so aufgewacht und konnte nicht mehr schlafen. Und dann dachte ich mir, okay, perfekt, um diese Zeit für das Lesen zu nutzen. Und ich bin jetzt einfach auf Seite 368. Und oh mein Gott, die Geschwindigkeit des Buches hat sich so stark verändert. Und es ist so gut, Leute. Es ist so gut. Ich habe die Charaktere einfach so ins Herz geschlossen und ich hoffe einfach, dass alle irgendwann ein Happy End bekommen. Ich hoffe, niemand wird sterben und ich hoffe auch, dass manche Partnerschaften, die sich schon seit einiger Zeit entwickeln, endlich mal zustande kommen. Wir warten jetzt seit mehr als einem Buch darauf, dass endlich irgendetwas mit den Liebesgeschichten passiert und es ist eigentlich fast noch gar nichts passiert und ich bin so on the edge of my seat, weil ich einfach wissen muss, wie es weitergeht und okay, Leute, ich habe endlich Crooked Kingdom von Leigh Bardugo beendet. Das am besten bewertetste Buch in meinem Bücherregal. Okay, wo soll ich eigentlich anfangen? Ich habe das Buch mit 4 von 5 Sternen bewertet. Ich glaube, das ist ein guter Start in diese Rezension. Ich muss mal ein bisschen näher kommen hier. Ich habe das Gefühl, ich bin zu weit entfernt. Keine Ahnung. Crooked Kingdom ist die Fortsetzung von dem ersten Teil Six of Crows von Leigh Bardugo und in Six of Crows verfolgen wir 6 Außenseiter, die gemeinsam an einer unmöglich scheinenden Mission arbeiten müssen. Und kurzer Spoiler Alert für Six of Crows, denn ich glaube, ich kann nicht über dieses Buch sprechen, ohne über Spoiler von dem ersten Teil zu sprechen. Und
In Six of Crows schaffen die Sechs dann diese Mission nicht ohne Probleme, nicht ohne Hindernisse, aber sie schaffen es und dann möchten sie am Ende ihr Preisgeld abholen und dann geht alles schief. Sie werden nämlich von Jan Van Eck, mit dem sie den Deal gemacht haben, betrogen und er sagt, okay, sie bekommen ihr Geld nicht und okay, Pech gehabt, mehr oder weniger. Und dann wird aber eine von den Sechs, nämlich Inesh von Jan Van Eck, entführt. Und so startet dann unsere Geschichte in Crooked Kingdom. Nämlich die anderen fünf Freunde möchten Inesh natürlich zurück nach Hause bringen, sie retten und natürlich auch ihr Geld bekommen, das ihnen versprochen wurde. Und ich fand leider schon am Anfang diese Geschichte mit Inesh wird von Jan Van Eck entführt und sie müssen sie retten ein bisschen, nicht langweilig, aber einfach nicht so gut wie die Geschichte vom ersten Teil in Six of Crows. Und deswegen hatte ich schon ein bisschen Angst, dass mir das Buch gar nicht gefallen wird. Und ich bin so hell. Einen Moment. Und deswegen hatte ich schon Angst, dass mir dieses Buch irgendwie gar nicht gefallen wird, weil ich dachte, okay, die Geschichte klingt jetzt ein bisschen... Das Leben einer Katzenmutter, ich sag's euch. Wo bin ich stehen geblieben? Auf jeden Fall fand ich schon, dass diese Geschichte einfach nicht so interessant klang. Aber ich habe mich natürlich trotzdem auf das Buch eingelassen und dachte mir, okay, ich versuche trotzdem so mit frischen und neuen Gedanken in die Geschichte reinzugehen. Und es war gut, es war spannend. Ich fand die Charakterentwicklung unserer sechs, beziehungsweise am Ende eigentlich sieben Freunden so schön. Und am Ende war das Buch so traurig. Es war ein gutes Pacing, also ich fand, das Buch war nicht zu langsam, aber auch nicht zu schnell. Wie gesagt, ich habe das Buch mit 4 von 5 Sternen bewertet. Würde ich sagen, es ist das beste Buch in meinem Bücherregal? Nein. Würde ich sagen, das erste Buch von der Duology hat mir besser gefallen? Ja. Also ich denke, dass Six of Crows ein besseres Buch war als Crooked Kingdom. Ich kann sehen, warum Leute Crooked Kingdom besser bewerten, einfach weil man die Charaktere schon kennt und eigentlich direkt in der Geschichte drinnen ist, obwohl das bei mir jetzt nicht der Fall war. Es geht so krass um die Freundschaft und um diesen gefundenen Familienaspekt, was ich wirklich in den beiden Büchern wunderschön fand, diesen Zusammenhalt der sechs Außenseiter, die sich eigentlich nicht wirklich kannten und es gab auch krasse Feindschaften in dieser Freundesgruppe am Anfang und trotzdem haben sie sich wirklich zusammengerauft. Und jetzt geht's an das am schlechtesten bewertete Buch. Ich habe schon angefangen, es zu lesen. Ich bin jetzt auf Seite 54 bei Otessa Moshfegh's Eileen. Und bis jetzt haben wir ein bisschen unsere Hauptcharakterin kennengelernt. Sie wohnt mit ihrem Alkoholikervater in einem Haus. Sie ist 24, arbeitet in einem Jugendgefängnis und eigentlich hasst sie ihr Leben. Sie hasst ihren Vater, sie hasst sich selbst, sie hasst ihre Schwester, sie hasst ihren Job und ihre Mitarbeiter. Und es gibt ein paar Männer in ihrem Job, in diesem Gefängnis, die sie attraktiv findet, aber sie wäre nie bereit, diesen ersten Schritt zu wagen und sich so nach außen zu begeben, also für die Welt sichtbar zu werden. Sie versucht immer im Hintergrund zu bleiben, leise zu bleiben und so, dass sie irgendwie keiner bemerkt, mehr oder weniger. Und unsere Hauptcharakterin Eileen ist ein bisschen ein unlikable Character. Also wenn man von ihr liest, dann fühle ich mich so, oh, warum verhält sie sich so komisch? Warum hat sie diese Gedanken? Und irgendwie, ja, keine Ahnung. Ich weiß noch nicht genau, was ich von dem Buch halten soll, aber wie gesagt, ich bin erst auf Seite 54 oder so. Deswegen, ich bin wirklich erst in die Geschichte reingekommen und eigentlich bin ich noch gar nicht bei der Hauptstory angelangt, denn es geht um eine Frau, Rebecca, die sie kennenlernt und dann passiert etwas zwischen den beiden. Und bis jetzt haben wir Rebecca noch gar nicht kennengelernt, also wir werden sehen, was noch passiert. Aber das war mein kurzes Update zu Crooked Kingdom und Eileen von Otessa Moshfegh. Ich habe jetzt noch ungefähr 30 Seiten und irgendwie fühlt sich dieses Buch für mich ähnlich an wie das Buch Bunny von Mona Erward, nämlich wie ein Fiebertraum. Und irgendwie verstehe ich manchmal nicht ganz, was passiert und welche Absichten die Leute für ihre Handlungen haben. Aber ich bin gespannt, wie die Geschichte jetzt ausgeht, denn ich habe das Gefühl, wir sind gerade erst so mitten ins Geschehnis, in die Hauptstory der Geschichte eingetaucht, aber es sind nur noch 30 Seiten und was wird passieren? Keine Ahnung. Keine Ahnung, Leute. Ich weiß es nicht. 20 Seiten zu lesen und ich bin ein bisschen nervös, denn ich...
Mir gefällt das Buch eigentlich ziemlich gut. Ich finde es wirklich interessant, die Hauptcharakterin, also Eileen, zu beobachten und ihre Persönlichkeitsentwicklung zu sehen, wie sich ihre Kindheit und vor allem die Beziehung zu ihrem Vater auf ihr Leben auswirken. Das finde ich wirklich sehr spannend. Aber irgendwie habe ich Angst, jetzt am Ende noch enttäuscht zu werden. Also, keine Ahnung, aber ich werde es jetzt zu Ende lesen. Ich glaube, ich muss jetzt erstmal kurz darüber nachdenken, was gerade passiert ist. Okay, Leute, wie ihr gesehen habt, habe ich Eileen von Ottessa Moshfegh beendet und es war ein wilder Ritt. Es war eine sehr merkwürdige Geschichte, würde ich sagen. Unsere Hauptcharakterin Eileen ist eine komplette Einzelgängerin. Sie ist 24 Jahre alt und wohnt mit ihrem alkoholabhängigen Vater in einem Haus und arbeitet in einem Gefängnis für junge Erwachsene. Und Eileen wurde eigentlich nie wirklich von ihren Eltern geliebt, beziehungsweise haben ihre Eltern ihr nie diese elterliche Liebe gezeigt. Und sie hatte auch nie wirklich Freundinnen. Und dadurch und durch verschiedene Verhaltensmuster von ihren Eltern hat sie sich immer total ungeliebt gefühlt und als wäre sie gar nichts wert. Also sie hatte gar kein Selbstbewusstsein und kein Selbstwertgefühl und das hat ihr ganzes Leben beeinflusst. Und dann eines Tages ist eine neue Mitarbeiterin in diesem Gefängnis aufgetaucht namens Rebecca. Und Rebecca sollte Eileens ganzes Leben verändern. Und ich möchte euch gar nicht zu viel erzählen, was in dem Buch passiert, denn es ist ziemlich kompliziert zu erklären, meiner Meinung nach. Und ich glaube, es ist besser, das Buch einfach selbst zu erkunden und die Geschichte zu erfahren. Aber es ist wirklich verrückt, irgendwie schön, verwirrend und ja, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht genau, was ich zum Buch sagen soll. Ich weiß auch gar nicht, wie ich das Buch bewerten soll. Ich verstehe nicht, warum es das schlechteste Buch in meinem Bücherregal sein soll, laut Goodreads, denn ich hatte eigentlich eine gute Zeit beim Lesen und ich finde besonders diese Persönlichkeitsentwicklung sehr interessant zu beobachten, aber ich finde auch Psychologie einfach interessant und deswegen glaube ich auch, dass mir diese Charakterstudie von Eileen wirklich gut gefällt. Also wenn ihr auch an Persönlichkeitsentwicklung interessiert seid und daran, wie sich die Kindheit, die Jugend und andere Menschen auf das eigene Leben, die eigene Persönlichkeit auswirken, dann glaube ich, ist dieses Buch wirklich sehr interessant. Und mich hat auch das Ende eigentlich überrascht, würde ich sagen. Aber ich bin auch noch ein bisschen verwirrt und keine Ahnung, keine Ahnung. Aber ja, das war Eileen von Ottessa Moshfegh. Und das waren also das beste und das schlechteste Buch in meinem Bücherregal. Ich glaube, ich würde mit beiden Bewertungen nicht übereinstimmen. Also ich würde nicht sagen, dass das das schlechteste Buch und das beste Buch war. Aber ich finde, diese Challenge war auf jeden Fall sehr interessant. Und schreib mir mal gerne, was das am besten bewertetste und das am schlechtesten bewertetste Buch in deinem Bücherregal ist. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao!